Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Make-up und Crime. Heute habe ich wie versprochen den zweiten Teil der Menendez-Brüder für euch und werde euch alles über die Kindheit sowie die Mordnacht und auch den Prozess danach erzählen. Doch vorab muss ich eine kurze Triggerwarnung aussprechen, denn es wird sehr viel sexuelle Gewalt vorkommen. Ich werde diesen Fall auch sehr detailliert wiedergeben, denn ich finde, es ist wichtig, um sich sein eigenes Urteil bilden zu können, genau zu wissen, was passiert ist in dieser Familie und was im Endeffekt der Auslöser war, warum Eric und Lyle Menendez ihre Eltern umgebracht haben. Wie ich euch das letzte Mal schon gesagt habe, habe ich mir alle Aussagen angeschaut und es waren wirklich ein paar Tage, die ich da geguckt habe. Doch ich kann mit reinem Gewissen sagen, dass ich euch wirklich genau das heute erzähle, was auch vor Gericht ausgesagt worden ist. Beginnen wir mit der Kindheit von Eric und Lyle Menendez. Lyle Menendez wurde am 10. Januar 1968 und Eric Menendez wurde am 27. November 1970 geboren. Die Kindheit von Eric und Lyle war alles andere als schön. Auf die Frage, ob sie gute Erinnerungen an ihre Mutter hatten, haben sie nur gesagt, das einzige Gute, woran sie sich erinnern konnten, war, dass sie an Weihnachten beispielsweise schon sehr früh aufgestanden ist und mit den Kindern nach unten gegangen ist, damit sie die Geschenke auspacken konnten. Und dass sie einen Kanarienvogel hatte und sich sehr liebevoll um diesen gekümmert hat. Das waren dann aber auch wirklich die einzigen beiden Dinge, die die Jungs als positiv geäußert haben. Sie haben wunderschöne Erinnerungen an ihre Großeltern gehabt, denn dort durften sie wirklich machen, was sie wollten. Sie durften lange im Bett liegen, sie durften essen, was sie wollten, haben Spaß gehabt, durften mit Spielzeugen spielen, sind auf Bäume geklettert. Eigentlich genau das, was Kinder in diesem Alter auch normalerweise machen sollten. Doch für Eric und Lyle war das alles andere als normal. Das Leben von den beiden Jungs bestand größtenteils aus Sport, denn genau das war das, was der Vater für sie wollte. Mit 4 Jahren ging Lyle in den Schwimmunterricht und als Eric auch in dem Alter war, kam er nach. Doch es war kein Unterricht, um, sage ich mal, Spaß zu haben, sondern er sollte wirklich was lernen. Im Frühling und im Winter war er in der Halle und hat dort dann mit älteren Kindern trainiert und ansonsten hatte er einen eigenen Schwimmtrainer zu Hause. In der Zeit, wo er dann mal nicht mit den Kindern trainiert hat, hat sein Vater eigentlich durchweg jede freie Zeit genutzt, um mit ihm schwimmen zu lernen. Auf die Frage, ob Lyle den Schwimmunterricht mit seinem Vater mochte, sagte er, dass er ihn überhaupt nicht mochte. Denn es war für ihn immer ja eine Zeit, in der er wirklich extrem Angst hatte, denn sein Vater war sehr streng, was diesen Unterricht betraf. Er hat beispielsweise, wenn Lyle nicht das gemacht hat, was er wollte, ihn an den Haaren rausgezogen aus dem Schwimmbecken und ihn geschüttelt und ihn angeschrien oder hat seine Atmung trainiert, indem er seinen Kopf unter Wasser gedrückt hat und ja, dann mal so eine Zeit unten gelassen hat, damit Lyle lernt, Strecken zu tauchen, ohne hochzukommen. Lyle wehrte sich natürlich damals, weil er keine Luft bekam und unbedingt wieder nach oben wollte. Sein Vater hat ihn dann auch losgelassen, doch machte es dann immer wieder so lange, bis er fand, dass sein Sohn lange genug unten bleiben konnte. Dieser strenge Unterricht mit seinem Vater dauerte von seinem 6. bis zum 10. Lebensjahr ungefähr an und er erzählte unter anderem, dass er beim Schwimmen extra mit dem Kopf gegen die Wände des Beckens schlug, damit er nicht weiter trainieren musste oder er bekam auch ganz oft Krampfanfälle, musste sich übergeben und wurde ohnmächtig. Er hatte richtige Panikattacken, wenn er daran dachte, wieder mit seinem Vater trainieren zu müssen oder allgemein trainieren zu müssen. Als er das dann seiner Mutter gesagt hat, meinte seine Mutter nur, stell dich nicht so an, zieh dich an und wir fahren jetzt los. Mit circa 6 Jahren begann Lyle dann Tennis zu spielen. Und das war eigentlich der Sport, der den größten Teil seines Lebens eingenommen hat. Er hat mit 13 Jahren auch eine Fastendiät machen müssen, zu dem sein Vater ihn gezwungen hat. Und in der Zeit durfte er nur ganz bestimmte Lebensmittel zu sich nehmen und größtenteils eigentlich nur Wasser oder ungesüßten Tee trinken. Er hat zu der Zeit circa 40 bis 45 Stunden in der Woche Tennis gespielt und trainiert. Also das war ein wahnsinnig großer Teil seines Lebens. Und er hatte dann einfach mal einen Tag Lust, auch mal das zu essen, worauf er Lust hatte.
und hat sich heimlich dann Fastfood geholt. Als sein Vater ihn dabei erwischte, riss er ihm die Tüte aus der Hand, packte ihm am Nacken und boxte ihn wiederholt in den Magen. Mit circa 7 Jahren ging er dann in ein Fußballteam, doch sein Vater verbot ihm auch dort, Kontakt zu anderen Kindern zu haben oder sich allgemein mit den Spielkameraden zu unterhalten, denn das war für ihn auch eine Ablenkung und er wollte, dass Lyle sich nur auf Fußballspielen konzentriert. Und auch wenn beispielsweise ein Spiel verloren worden ist bei einem Turnier und ja, die Mannschaft dann trotzdem Pizza essen gegangen ist, durfte Lyle nie mit, denn für seinen Vater war eine Niederlage etwas, was man nicht feiern darf oder wo man glücklich sein darf, sondern man musste es bereuen. Er sagte, dass wenn man ein Lächeln auf dem Gesicht eines Kindes nach einem verlorenen Spiel sieht, dann wäre das nicht richtig. Sowas wäre falsch und das dürfte auf jeden Fall nicht vorkommen. Seit sie klein sind, und damit meine ich circa 6 Jahre und 3 Jahre, gab es extrem strenge Gespräche am Essenstisch. Mit 6 Jahren hat Lyle begonnen, Tennis zu spielen und der Vater wollte, dass er der Beste von den Besten wird und hat deswegen von Lyle immer erwartet, dass er sehr detailliert alles mit ihm durchspricht. Und wenn er beispielsweise Tennisunterricht hatte, sollte er seinem Vater bis ins kleinste Detail wiedergeben, was er gemacht hat, wie er sich bewegt hat, wie er sich aufgewärmt hat. Und das waren Gespräche, die gingen manchmal 1 bis 1,5 Stunden lang. Er musste ihn so gesehen durch den ganzen Tag bringen. Es begann er meistens immer damit, dass er aufgestanden ist, sich gewaschen hat, sich angezogen hat und so weiter und so fort. Also es war wirklich gewollt, dass er bis ins kleinste Detail etwas erzählt. Wenn Lyle beispielsweise keine vernünftige Antwort hatte oder zu langsam war oder sein Vater gedacht hat, dass er ihn anlügt, gab es eine harte Bestrafung. Diese Bestrafung bestand daraus, dass sein Vater und Lyle sich gegenübergesetzt haben und ja, die Knie von Lyle waren dann immer zwischen den Beinen von dem Papa und er musste seinen Kopf nach unten halten. Sein Vater hatte seinen Kopf dann an seinem Kopf und er musste Zitate nachsprechen. Und das ging wirklich kontinuierlich so. Nicht nur einmal, sondern es ging mehrere Minuten, dass er bestimmte Zitate nachsprechen musste. Eine Sache, die Lyle sehr oft nachsprechen musste, war aus dem Lieblingsphysiologiebuch seines Vaters. Der Spruch hieß Master of my Emotions, also Herr meiner Emotionen. Denn das sollte ihn darauf vorbereiten, dass er niemals Emotionen zeigen darf, dass er nicht weinen soll, dass er keine Liebe zeigen soll und vor allen Dingen, dass er niemandem wirklich vertrauen soll. Das war das, was sein Vater ihn von Anfang an und von klein auf eingetrichtert hat. Sehr oft sprach der Vater mit ihm auch über historische Ereignisse und das waren dann wirklich Sachen aus der griechischen oder römischen Zeit. Und Lyle sollte ihm immer direkt antworten. Und wenn er das nicht getan hat, dann war es auch sehr oft so, dass der Vater ihn einfach genommen hat und aus der Terrassentür rausgeworfen hat und er dann dort draußen verweilen musste, bis sein Vater ihm wieder erlaubt hat, reinzukommen. Es handelte sich von 10 Minuten bis hin zu mehreren Stunden, die er draußen sein musste. Und mit dem Alter hat er sich angewöhnt, dass er Dinge wie beispielsweise eine Decke oder etwas zu essen oder Klopapier in der Hundehütte, die draußen stand, versteckt hat, damit, wenn es das nächste Mal passiert, er wenigstens etwas da hat. Denn auf die Toilette gehen durfte er nicht und etwas zu essen bekommen hat er in der Zeit auch nicht. Mit Eric hat der Vater so gut wie nie gesprochen und wenn er mal was zu ihm gesagt hat, dann war es meistens: Geh weg, nerv mich nicht, geh zur Seite, ich will dich nicht sehen. Und wenn Eric dann nicht gehört hat, weil er gerade vielleicht mal 2 oder 3 Jahre alt war, dann hat der Vater ihn einfach weggeschubst. Und die Mutter hat in dem Moment nichts gemacht. Das Einzige, was vielleicht mal rausgerutscht ist, war: Ach, José, hör doch auf damit. Das war das Einzige, was die Mutter dazu gesagt hat. Lyle hatte auch Probleme mit seinem Gang, denn seine Füße gingen leicht nach außen. Und sein Vater hat ihn deswegen ständig ausgelacht. Er hat ihn ausgelacht, dass er aussehen würde wie eine Ente und ist hinter ihm hergelaufen und hat Quarkgeräusche gemacht. Lyle war das sehr unangenehm, denn er wollte seinem Vater eigentlich nur gefallen.
Dazu kam, dass er ab und zu ein Problem mit Stottern hatte. Er hatte eigentlich kein Stotterproblem, doch er sagte, dass jedes Mal, wenn er mit seinem Vater geredet hat, fing er an zu krampfen und ja, fing an Panik zu bekommen, weil er Angst hatte, dass er irgendwas Falsches macht oder Falsches sagt. Sein Vater ließ ihn dann einen Satz so oft wiederholen, bis er flüssig war, oder machte ihn einfach nach und lachte ihn deswegen aus. Bis er ungefähr 14 Jahre alt war, hatte er ein Problem mit Bettnässen und das war etwas, was seine Eltern nicht gerne gesehen haben. Und dementsprechend wurde er auch von beiden extrem bestraft. Sein Vater schlug ihn, beleidigte ihn und warf ihn auch aus dem Haus. Und seine Mutter hat es so gehandhabt, dass sie seinen Kopf genommen hat und in das nasse Bettlaken gewischt hat und auch seine Kuscheltiere einfach kaputtgeschnitten hat. Und das alles nur, weil er in seinem Bett machte. Die Mutter sagte auch regelmäßig zu den Kindern, wie sehr sie sie hassen würde und sich wünschen würde, dass sie nie geboren worden wären. Und man muss sich darüber mal im Klaren sein. Die Kinder waren zu dem Zeitpunkt gerade einmal 7 und 4 Jahre alt. Das ist ein Alter, wo extrem viel Aufmerksamkeit von den Eltern gebraucht wird. Doch das bekamen sie nicht. Sie bekamen keine Liebe. Im Gegenteil, sie wurden immer abgestoßen. Sie hat ihnen immer wieder gesagt, was durch die Geburt ihr alles entgangen wäre. Sie hätte unbedingt Schauspielerin werden wollen oder modeln wollen und gab ihren Kindern die Schuld daran. Mit 6 begann die Höllenfahrt, so gesehen, für Lyle. Doch auch Eric sollte, sobald er in dieses Alter kam, die schlimmste Zeit seines Lebens erleben. Der Vater brachte oftmals pornografische Videos mit nach Hause und das waren keine, ja, sage ich mal, normalen Pornos, sondern es waren extrem gewaltvolle Pornos, in denen beispielsweise Gruppenvergewaltigung gezeigt wurde oder ja, mehrere Männer und nur eine Frau. Also es war überhaupt nichts Schönes, was gezeigt worden ist. Und er saß sich dann, ja, auf das Sofa, die Kinder sollten dann zu ihm kommen und sie haben sich dann diese Videos angeschaut. Und wie gesagt, Lyle war zu dem Zeitpunkt 6 Jahre alt und Eric war ungefähr 3 oder 4. Also es fing schon sehr früh an, dass sie mit so etwas wie sexueller Gewalt in Kontakt gekommen sind. Es war auch oftmals so, dass wenn die Kinder beispielsweise am Baden waren oder sich umgezogen haben, dass José einfach mit, ja, er kam einfach rein und hat Fotos von ihnen gemacht, jedoch nie vom Gesicht, sondern immer nur unten von den Genitalien. Die Kinder haben sich damals nichts dabei gedacht, weil sie waren ja noch so jung. Aber als sie vor Gericht saßen und das erste Mal diese Fotos gesehen haben, hat man ihnen angesehen, wie schockiert sie eigentlich waren. Eines Tages kam José dann zu Lyle und fing mit ihm an, über die Verbindung zwischen Männern zu sprechen und erklärte dann, ja, durch historische Ereignisse oder durch frühere Kämpfe, wie nah sich die Männer gekommen sind und dass es auch oftmals so war, dass sie vor einem Kampf beispielsweise, ja, sich nahe gekommen sind oder miteinander Sex hatten, damit sie mehr aufgepusht sind und mehr Kraft hatten. Und er verglich es halt, wie gesagt, immer mit historischen Ereignissen. Und das verglich er dann auch irgendwann mit dem Sport, den Lyle betrieb. Denn er sagte, dass es wichtig ist, sich nahe zu kommen und die Kraft des anderen zu spüren. Er hat dann angefangen, Lyle nach dem Tennisunterricht beispielsweise mit nach oben zu nehmen in sein Zimmer und ihn zu massieren. Und ja, es fing dann an mit Rückenmassage, Beinmassage und ging dann weiter zu den Genitalien. Lyle sollte dasselbe dann auch bei seinem Vater machen und diese Handlungen fanden 2 bis 3 Mal in der Woche statt. Mit 7 Jahren änderte sich für Lyle das Leben dann drastisch, denn sein Vater fing an, ihn mit ins Bad zu nehmen und er sollte dann nach unten auf die Knie gehen und das nachmachen, was sein Vater ihm vorgab. Er sollte ihn oral befriedigen. Doch irgendwann war das dem Vater nicht mehr genug und er begann, Utensilien zu nehmen, wie beispielsweise eine Zahnbürste oder Rasierschaumpinsel. Er ging mit Lyle dann ins Schlafzimmer und dort machten sie etwas, was sie Object Session nannten. Er hat Vaseline genommen
und mit diesen Gegenständen an Lyle rumgespielt, so lange bis er befriedigt war. Kurz darauf begann es dann, dass José, sein Sohn Lyle, anfing zu vergewaltigen und das zog sich von seinem 6. bis zu seinem 8. Lebensjahr hin. Lyle hat ihm immer wieder gesagt, dass er das nicht möchte und dass es ihm wehtut und ja, dass er das einfach nicht will, dass sein Vater ihn so anfasst. Und daraufhin hat der Vater nur gesagt, dass er ihm nicht wehtun will, er liebt ihn doch nur. Er ging damals auch zu seiner Mutter und sagte, dass sein Papa ihn immer anfasst und er ihm wehtut und er das nicht mehr möchte und er möchte keine Zeit mit ihm alleine verbringen. Doch seine Mutter glaubte ihm nicht und meinte dann nur zu ihm, er solle nicht lügen und wenn er irgendwelche Fehler macht, dann muss er halt bestraft werden, aber was getan hat sie nie. Außer seiner Mutter erzählte er niemandem etwas davon. Denn sein Vater hat ihm gesagt, das wäre deren kleines Geheimnis und wenn er irgendjemandem etwas davon erzählen würde, würde er ihn umbringen. In dieser Zeit, wo er von seinem Vater vergewaltigt wurde, begann Lyle auch damit, ja, seine Wut, die er hatte, beziehungsweise seinen Frust an Eric rauszulassen. Er nahm ihn dann mit in den Wald und nahm auch diese Gegenstände, wie zum Beispiel eine Zahnbürste mit und machte genau dasselbe, was sein Vater ihm antat. Vor Gericht hat er auch betont, wie sehr ihm das leid tun würde und dass er zu dem Zeitpunkt nicht wusste, was er tut. Er war selber noch sehr jung und wollte Eric keineswegs wehtun, aber er selber wusste gar nicht, wohin mit seinen Gefühlen und was er machen soll und hat es deswegen an seinem kleinen Bruder rausgelassen. Als Lyle 8 Jahre alt war, endete dann diese Missbrauchsphase von seinem Vater, ganz anders als bei Eric. Eric erzählte, dass der Missbrauch bei ihm ungefähr um seinen 6. Geburtstag angefangen hat, also ungefähr genau dann, wo es bei Lyle aufgehört hat. Und dieser sexuelle Missbrauch veränderte sich über die Jahre hinweg und wurde immer und immer schlimmer. Er selber gab diesen verschiedenen Arten von Sex verschiedene Bedeutungen. Beispielsweise Knees, also Knie, was für orale Befriedigung stand, Nice Sex, Rough Sex oder ganz normalen Sex. Und Sex war für ihn das Allerschlimmste, denn das war richtiger Geschlechtsverkehr. José ging in einem ganz bestimmten Muster vor, denn es begann mit unangemessenem Anfassen und endete im schweren Missbrauch. José benutzte den Körper seines eigenen Sohnes, um seine sexuelle Begierde zu befriedigen. Und Eric erzählte vor Gericht über einen Vorfall, der stattfand, wo er gerade einmal 11 Jahre alt war. Denn da hat sein Vater ihn erneut zum Oralsex gezwungen und seinen Kopf sehr an ihn drangehalten und an den Haaren gerissen und ihn immer wieder geschlagen, bis er dann in seinen Mund reinkam. Eric war so schockiert darüber und musste sich übergeben, doch sein Vater schlug ihn darauf nur noch härter. An den Tagen, die Eric selbst dunkle Tage nannte, hat José unter anderem Gegenstände wie Reißnägel oder Holzwerkzeug genommen und hat seinen Sohn damit missbraucht. Er hat extra gewartet, bis keiner mehr im Haus war und er mit Eric alleine war, weil er ganz genau wusste, dass Eric vor Schmerzen schreien wird. Er selbst sagt, er hätte an solchen Tagen sehr viel gelernt. Und zwar, wie man körperlichen Schmerz nicht fühlt, wie man schlimme Sachen, die einem gerade passieren, ausblendet, als würden sie einem gerade nicht passieren, wie man sich selbst als Feigling sieht und sich selbst hasst, wie man Menschen nicht vertraut und vor allem, dass man keine Menschen traut, selbst wenn er einem sagt, dass er ihn liebt. José wollte seinen Sohn abhärten, indem er ihn tagtäglich attackierte und zu Tode erschrak. Er brachte ihn dazu, dass er auf dem Tennisplatz fast ohnmächtig wurde und im Schwimmbecken fast ertrank. Viele, vor allem auch die Verwandten und Bekannten der Familie, sagten aus, dass José seine Position extrem gerne ausgespielt hat. Er liebte es, die Machtposition zu haben und vor allem liebte er es, Menschen, die kleiner waren, in diesem Fall seine Söhne, überlegen zu sein. Er selbst sah sich als den perfekten Menschen an
und trichterte seinen Söhnen eigentlich immer ein, dass man der Beste sein muss und niemals nachgeben darf. Für ihn sollte seine Familie perfekt sein, deswegen hat er auch alles getan, damit seine Söhne nach außen hin perfekt wirken. Und wenn man sich die Familienfotos anschaut, dann sieht es auch wirklich so aus, als wenn es eine typische Hollywood-Familie wäre. Denn für José war Geld alles. Er wollte immer an der Macht sein, immer an der Spitze sein und wollte vor allen Dingen, dass seine Söhne genauso denken wie er. Als Lyle 13 Jahre alt war, hatte er das Gefühl, dass dasselbe, was mit ihm passierte, als er klein war, nur mit seinem Bruder Eric passiert. Und er hatte auch recht damit. Er hörte nämlich ziemlich oft Geräusche aus dem Zimmer und hat dann all seinen Mut zusammengenommen und das hat er meistens immer so gemacht, indem er sich ganz viel Zeit genommen hat und sich vorbereitet hat auf ein Gespräch mit seinem Vater, indem er sich Notizen gemacht hat und immer wieder diese Sätze, die er sich vorgenommen hat zu sagen, immer wieder gesagt hat, wie als wenn er ein Gedicht auswendig lernen würde. Denn für ihn war es so, sobald er vor seinem Vater stand, fing er an zu krampfen und brachte meist nicht wirklich genau das raus, was er sagen wollte. Deswegen war es für ihn einfacher, die Wörter, die er seinem Vater wirklich rüberbringen wollte, einzustudieren. Er sprach also daraufhin seinen Vater auf die Situation an und sagte, dass er weiß, was passiert und dass er das weiß, was er mit Eric macht und dass er ihn bitte in Ruhe lassen soll und nicht mehr anfassen soll. Und der Vater antwortete ihm darauf nur, ist okay, werde ich nicht mehr machen. Kommen wir zu der Mutter. Mary, auch genannt Kitty, wurde als sehr kalte und distanzierte Person beschrieben, die ihre Söhne nicht wie ihre Kinder behandelt hat, sondern sie hat sich ihnen gegenüber eher wie eine Rabenmutter verhalten. Sie war zudem bekannt für ihre Verschwiegenheit und nach außen hin wollte sie, dass ihre Familie wie die perfekte Familie dasteht. Eigentlich genau dasselbe, was José auch wollte. Sie verheimlichte jedoch, dass ihre Kinder nicht so perfekt waren, wie sie es haben wollte. Denn Eric litt unter anderem an einer Lernschwäche und hatte Probleme mit dem Gehör. Das heißt also, wenn man ihm was erzählt hat, dann hat er das zwar verstanden, aber er hat es nicht so aufgenommen, wie es gemeint ist. Also er hatte ziemliche Verständigungsprobleme und das war eine Sache, die der Mutter und allgemein den Eltern überhaupt nicht gefallen hat. Denn das zeigte, dass die Familie Schwachstellen hatte. Sie war auch ziemlich sauer, wenn Eric dann mal seine Schulaufgaben nicht so schnell hingekriegt hat, wie er es machen sollte, ihrer Meinung nach. Und wenn er das dann nicht tat, rastete sie komplett aus. Sie schrie rum und beleidigte und schloss ihn dann auch ziemlich oft in ihren Kleiderschrank. Dort gab sie ihm nur ein Klemmbrett in die Hand, wo er drauf schreiben konnte, sonst aber nichts. Er erzählte, dass er manchmal stundenlang da drin saß und seine Mutter ging in der Zeit entweder einkaufen oder sie hat sich auf dem Bett hingelegt und gechillt, um es mal so zu sagen, während ihr eigener Sohn keine 3 Meter entfernt von ihr in dem Schrank eingesperrt war. Er durfte auch nicht einfach so auf die Toilette gehen, denn sie hat so ein kleines Zettelchen genommen, was sie in eine Ecke geklemmt hat. Das heißt also, sie hätte gesehen, wenn er den Schrank von selbst aufgemacht hätte. Und wenn sie das gesehen hat, dann gab es Prügel oder sie hat es dem Vater erzählt. Und wenn er dann mal auf die Toilette musste und sie gefragt hat, fragte sie immer, ob er 1 oder 2 muss. 1 war urinieren, 2 war groß, bei 2 durfte er meistens raus, bei 1 hieß es dann größtenteils, er solle noch ein bisschen warten, er könnte das aushalten. Er hat dann irgendwann angefangen, sich so Plastikbeutel in dem Schrank zu verstecken, damit er sie nicht ständig fragen musste, sondern das alles ja heimlich machen konnte. Sie ist nie, wenn der Vater bei Eric im Zimmer war, reingekommen oder war in der Nähe oder wenn Eric beispielsweise aus dem Zimmer kam, nachdem er ja diesen Akt mit seinem Vater hatte und im Bad sich übergeben hat und geweint hat, auch da kam die Mutter nie zu ihm. Sie kam lediglich zu ihm, wenn sie wusste, dass er krank war und sich übergeben hat. Und dann war auch wirklich nur das Einzige, was sie zu ihm sagte, mach diesen Schmutz hier sauber. Ich will das hier nicht sehen. Doch Eric dachte in seinem jungen Alter daran, dass seine Mutter eventuell selbst Opfer von dem Vater ist,
weil es ihm so vorkam, als hätte sie auch Angst. Deswegen wollte er sie nicht belasten mit seinen Problemen, die er hatte, und hat sie deswegen auch nie darauf angesprochen, was mit ihm passiert und wie er behandelt wird. Denn ja, er wollte die Familie nicht zerstören, und das war sein allererster Gedanke, dass wenn er was sagt, dass die Familie auseinanderbricht und alles kaputt geht. Andererseits hat er auch daran gedacht, was passieren würde, wenn er es ihr sagen würde und sie ihm aber nicht glauben würde. Denn das wäre für ihn die größte Katastrophe überhaupt gewesen. Denn von klein auf wurde den beiden Kindern eingebläut, dass die Familie der Mittelpunkt des Universums sei. Kitty hatte extrem oft Wutanfälle und schrie dabei die Kinder an, beleidigte sie wirklich aufs Extremste. Und Lyle erzählte auch, dass sie ihm schon mit einem Messer hinterhergerannt ist oder ihn geschlagen hätte. Und wenn er sie zu sehr aufgeregt hätte, musste er unter ihr Bett und dort oftmals den Nachmittag verweilen. Er selbst sagte, dass er ziemliche Platzangst bekommen hat, weil er sich nicht mehr umdrehen konnte, denn es war ziemlich eng unter diesem Bett. Wenn die Kinder, wie so oft, in ihr Zimmer eingesperrt worden sind, weil die Eltern ja meinten, dass es jetzt gerade so sein muss oder sie aus irgendeinem Grund sauer auf sie waren, haben Eric und Lyle in eine Tupperdose gemacht, weil sie nicht auf die Toilette durften. Lyle hatte auch mal einen Hasen. Wie ich das verstanden habe, hat er ihn aus der Schule mitgenommen, weil er ihn gefunden hat. Und er hat ihn damit nach Hause genommen und ganz stolz seinen Eltern präsentiert. Doch die waren dagegen und sagten, dass er ihn so schnell wie möglich wieder loswerden soll. Doch er tat es nicht und hat ihn, ja, versteckt und trotzdem behalten. Eines Tages hat er diesen Hasen dann nicht mehr gefunden und ist dann zu seiner Mutter gegangen und hat sie gefragt, wo der Hase wäre. Die Mutter meinte dann nur, frag deinen Vater. Als er zu seinem Vater José ging, sagte er, er liegt im Müll. Lyle ging daraufhin zum Mülleimer, hob den Deckel hoch und sah diesen Hasen totgeschlagen dort liegen. Ein weiterer Vorfall, der ihn extrem geprägt hat, war, als er ungefähr 11 Jahre alt war. Seine Mutter stand in der Küche und hat gerade gekocht und Essen, irgendwas geschnitten auf jeden Fall. Und Lyle hatte eigentlich nur eine Frage an sie. Doch sie ist ausgerutscht und hat sich selber in die Hand geschnitten, rastete komplett aus, rannte auf ihn zu und hat das Blut, was sie in den Händen hatte, in sein Gesicht geschmiert, sodass er wirklich komplett mit Blut voll war. Er wollte sich auch abwaschen gehen, doch seine Mutter hat ihm das verboten. Er sollte genau so am Essenstisch sitzen und frühstücken. Er musste also wirklich mit einem blutverschmierten Gesicht dort sitzen und was essen. Er hatte auch Angst, dass er so in die Schule gehen muss, aber dafür durfte er es dann abwaschen. Für Lyle blieb es auch nicht nur bei dem Missbrauch durch seinen Vater, sondern mit 11 Jahren begann der Missbrauch dann auch durch seine eigene Mutter. Es begann durch Kleinigkeiten, indem sie zum Beispiel immer wieder fragte, wie sie aussehen würde. Sie stand sehr oft oberkörperfrei vor ihm und sagte, sehe ich hübsch aus, sag mir, dass ich schön aussehe. Und sie ging mit ihm auch oft in die Badewanne, um ihn zu waschen. Also sie selber war nackt, hat sich mit zu ihm in die Badewanne gelegt und ihn untenrum gewaschen. Es war dann auch größtenteils so, dass er sehr, sehr oft bei seiner Mutter geschlafen hat mit im Bett. Und sie hat ihn dann geküsst und er hat sie angefasst. Und ja, also er hat sie auch nicht einfach nur so angefasst, sondern das waren wirklich intime Berührungen. Er selbst fand es sehr schön, weil er seiner Mutter dadurch nahe sein konnte. Aber irgendwo fand er es auch sehr befremdlich. Kurz nach seinem 13. Geburtstag ging er dann zu seiner Mutter und sagte, dass er das alles nicht mehr machen möchte. Doch seine Mutter drehte komplett durch, beleidigte ihn, schrie ihn an und schlug auch um sich und hat ihm mit anderen Worten auch immer wieder gesagt, wie schade sie das finden würde. Sie hat es dann auch regelrecht provoziert, indem sie beispielsweise ihre Unterwäsche überall hat liegen lassen oder sie hat Lyle in ihr Zimmer gerufen, wenn sie sich gerade am Umziehen war, sodass er sie nackt gesehen hat. Also er selber sagt, dass es trotz allem danach noch weitergegangen ist mit diesen Anspielungen von seiner Mutter. Gehen wir weiter in die Jugend von Eric und Lyle. Auch hier hat der Vater weiterhin seine Machtposition ausgespielt und hat alles, was seine beiden Söhne betraf, selber entschieden. Die beiden hatten kein Mitspracherecht.
Beginnen wir mit Lyle. Als er ca. 15 Jahre alt war, hatte er seine erste Freundin namens Stacy. Mit ihr war er zusammen, bis er ca. 18 Jahre alt war, und die beiden waren Hals über Kopf verliebt, haben über Kinder geredet, über Heirat geredet. Also für ihn war das ja die erste große Liebe sozusagen. Doch seine Eltern waren komplett gegen sie, denn sie kam aus einer normalen Familie. Sie kam aus einer kaputten Familie, wie sie es nannten, denn ihre Mutter hatte einen Freund und der Vater lebte nicht mit ihnen. Eigentlich das, was heutzutage ziemlich normal auch ist. Doch für die Eltern war das ein absolutes No-Go, denn die Söhne sollten die Perfektion auch über die Generation hinaus weiterführen. Doch als Lyle dann 18 Jahre alt war, machte Stacy mit ihm Schluss, denn sie hielt es nicht weiterhin aus. Die Eltern von Lyle beleidigten sie durchweg als Schlampe und ließen sie sogar nicht von normalen Tellern essen, sondern immer nur von Papptellern, weil die Mutter meinte, dass sie AIDS hätte und die Familie dadurch angesteckt werden könnte. Also es war ein richtiger Psychoterror, dem dieses Mädchen da unterlegen war. Kurz nach der Trennung von Stacy lernte er Jamie kennen und kam auch ziemlich schnell mit ihr zusammen. Die Eltern betitelten sie als Golddigger und als Hure, also als ein Mädchen, die im Endeffekt nur auf das Geld aus wäre. Sie hat selber Tennis gespielt und hatte auch fast durchweg immer diese Tenniskleidung an, also diesen Tennisrock, und ja, sie sah wirklich extrem hübsch aus. Doch die Eltern haben es anders gesehen. Der Vater wollte dementsprechend, dass Lyle und sie miteinander Schluss machen. Und dafür hatte sich ein Plan ausgedacht. Denn dadurch, dass sie auch Tennis gespielt hat, hat er so gesehen in dem Verein, wo sie war, dafür gesorgt, dass sie an einer Tennistour teilnehmen kann. Und er war so gesehen der größte Sponsor, der ihr das gezahlt hat, war jedoch anonym. Und Jamie ist natürlich total glücklich gewesen, dass sie diese Tour machen kann. Doch dadurch ging die Beziehung zwischen Lyle und ihr natürlich auch in die Brüche. Nach Jamie hatte er Freundin Nummer 3. Ihr Name war Christy. Mit ihr war er im Frühling 1989 zusammen. Und sie sagte ihm dann eines Tages, dass sie glaubt, dass sie schwanger von ihm wäre. Der Vater hat davon mitbekommen und hat ihr Geld angeboten und zu ihr gesagt, sie solle das Kind definitiv abtreiben. Das hat sie dann auch gemacht und Lyle und sie waren auch kein Paar mehr. Doch der Vater entschied nicht nur, was für Freundinnen die beiden Jungs haben, sondern er entschied auch, auf welche Schulen sie gehen. Lyle wollte normalerweise erst auf die University von Pennsylvania, weil dort in der Nähe seine Freundin gewohnt hat. Doch sein Vater wollte unbedingt, dass er auf die Princeton geht. Lyle wurde sogar bei der Universität, wo er unbedingt hin wollte, angenommen, also da, wo seine Freundin in der Nähe war. Doch sein Vater lehnte das ab und schrieb ihn bei der Princeton ein. In der Zeit, als Lyle schon mitten im Leben war und auch Freundinnen hatte, ging Eric mit ca. 15 Jahren nur zwei Gedanken durch den Kopf. Der erste war, irgendwann schickt Gott ihm ein Wunder und der Sex mit seinem Vater hört endlich auf. Oder zweitens und realistischer, er würde eines Tages aufs College gehen und dann nicht mehr bei den Eltern wohnen und sein Vater würde dann nicht mehr ins Zimmer kommen können, um ihn zu missbrauchen. Im Sommer 1986, nachdem sie gerade ein neues Haus in Princeton, New Jersey gekauft haben, eröffnete José seiner Familie, dass er einen Job in Kalifornien annahm und die Familie dorthin ziehen würde. Da das Studium von Lyle im Herbst 86 anfangen würde und er dann auf die Princeton University gehen würde, blieb er so lange in dem Haus, während die Familie nach Kalifornien zog. Doch das war alles andere als schön, denn die Mutter vergaß offensichtlich ziemlich oft Rechnungen zu zahlen und Lyle saß dann im Dunkeln oder hatte keinen Strom, heißes Wasser. Also da waren immer ziemliche Probleme, was das betraf. Doch im Herbst 86 ging er dann ins Wohnheim von Princeton und fing da so gesehen ein neues Leben an. In den ersten 6 Monaten in Kalifornien dachte Eric wirklich, dass seine Gebete endlich erhört worden sind, denn in dieser Zeit fand kein Sex mit seinem Vater statt. Doch kurz darauf überhörte er einen Streit zwischen seinen Eltern, denn seine Mutter hat herausgefunden, dass José sie seit 8 Jahren betrügt und seit 8 Jahren eine Affäre mit einer Frau hat.
Eines Tages bekam Lyle dann einen Anruf von Eric und dieser teilte ihm mit, dass er einen Brief gefunden hat, den die Mutter geschrieben hat. Und da schreibt sie rein, dass sie nicht mehr könnte und nicht mehr wollte und sie sich so schämen würde für die Affäre von ihrem Mann. Doch sie könnte nicht gehen, weil das ja eine Blamage wäre. Und ja, er hat sich angehört wie ein Selbstmordbrief. Sie hat zu der Zeit auch circa 13 Pillen am Tag geschluckt. Also sie war wirklich psychisch total am Ende. Sie begann dann auch eine Therapie, die sie bis zu ihrem Tod besuchte. Sie kam jedoch nie über diese Affäre hinweg. Doch das war nicht das Einzige, was sich an ihr änderte. Denn eines Tages drang sie Eric dazu, dass er sich eine Freundin sucht und hat ihm sogar eine Deadline von 6 Monaten gesetzt, dass er bis dahin eine Freundin haben sollte. Eric war zu der Zeit gerade einmal 16 Jahre alt und hatte keinerlei Erfahrung mit Mädchen, denn er war sehr zurückhaltend und extrem schüchtern und er hatte Angst, dass wenn ein Mädchen ihm zu nahe kommen würde, sie sofort herausfinden würde, was zwischen ihm und seinem Vater passiert. Doch er konnte seiner Mutter nicht widersprechen und suchte sich eine Freundin. Er lernte dann auch ein extrem süßes und liebevolles Mädchen kennen und war ihr total ergeben. Doch zur selben Zeit hatte er einen Riesenkonflikt mit sich selbst als Mann. Denn selbst mit 16 Jahren dachte er noch, dass er eventuell selbst auch schuld daran ist, dass sein Vater ihn sexuell missbrauchen würde und war total zwiegespalten, weil er nicht wusste, ob er eventuell homosexuell ist. Zwischen seinem 16. und 19. Lebensjahr war er durch das Image als Tennisstar sehr beliebt und hatte auch viele Freunde. Die Lehrer berichteten jedoch, dass er jemand war, der ziemlich schnell weg war mit seinen Gedanken und sie nur schwer wieder zurückbekommen haben. Freunde von ihm berichteten, dass er seine Eltern selbst wegen den kleinsten Kleinigkeiten angelogen hat. Eric selbst sagte aus, dass er zu dieser Zeit sehr viele Selbstmordgedanken hatte. Er hat unter anderem auch oft daran gedacht, wie es wäre, wenn er seinen Vater konfrontieren würde oder er einfach mal zurückschlagen würde. Also ihm ging wirklich alles Mögliche durch den Kopf. Doch wie bereits gesagt, sie haben ihren Eltern nie widersprochen. Mit 17 Jahren hat Eric das erste Mal Nein zu seinem Vater gesagt. Er sagte, er wäre an einem Punkt angekommen, wo er das alles nicht mehr ertragen konnte und er es einfach nicht mehr ausgehalten hat. Doch sein Vater wurde daraufhin so sauer, dass er ihn aufs Bett geschmissen hat, ihm ein Messer an den Hals gehalten hat, ihm damit gedroht hat, ihn umzubringen und daraufhin vergewaltigte. Im Jahr 1988 wurde Lyle dann wegen Betruges für ein Jahr lang von der Princeton University suspendiert. Er lernte einen Jungen namens Donovan kennen und dieser sagte ihm, dass er auch auf die Princeton gehen würde. Und Lyle bat ihm dann an, dass er in seinem Zimmer unterkommen könnte und dort wohnen würde. Als der Vater von Lyle das dann aber herausgefunden hat, sagte er zu Lyle, dass der Junge sofort aus diesem Zimmer ausziehen müsste. Und wenn er das nicht machen würde, würde es große Konsequenzen geben. Seit diesem Zeitpunkt haben Lyle und Donovan auch nicht mehr miteinander geredet. Als Lyle und Freunde von ihm dann das Zimmer ausgeräumt haben, haben sie gesehen, dass Donovan sehr viele Dinge zurückgelassen hat, unter anderem Papiere und auch seine Geldbörse. In dieser Geldbörse war ein Führerschein von ihm. Lyle hat sich nichts dabei gedacht und hat diesen Führerschein dann einfach Eric gegeben, da er zu der Zeit noch nicht 21 Jahre alt war. Und er dachte sich, damit könnte er eventuell irgendwo mal in einer Bar rein und ja, sich Alkohol bestellen. Lyle hätte im Herbst 1989 dann wieder zurück an die Princeton gehen dürfen. Er sagte seinem Vater dann aber, dass er nicht auf dem Campus leben möchte, sondern lieber alleine wohnen möchte. Sein Vater hat ihm daraufhin eine Eigentumswohnung gekauft. Für ihn lief es also ziemlich gut. Er hätte im Herbst wieder auf die Princeton gekonnt, hatte zu der Zeit eine Freundin und alles lief eigentlich total gut. Doch ganz anders lief es zu der Zeit für Eric. Im Frühling 1989 war Eric darauf hinaus, im Herbst dann auf die UCLA zu gehen und dort dem Tennisteam beizutreten. Er hat sich also zu 100% nur darauf fokussiert und war stundenlang tagtäglich am Üben, sodass die anderen Noten bei ihm extrem den Berg runtergegangen sind. Sein Vater hat ihn in dieser Zeit mit Sex bestraft für diese schlechten Noten. Im Mai 1989 war es das letzte Mal, dass José Eric missbraucht hat. Eric war zu dieser Zeit 18 Jahre alt. Eric hasste sich dafür,
Doch das Einzige, was ihn zum Durchhalten brachte, war der Gedanke daran, dass er im September 89 dann in das Wohnheim der UCLA fliehen konnte und der Albtraum dann ein Ende hätte. Im Juli und August 1989 reiste Eric dann mit seinen Eltern durch 4 verschiedene Städte und nahm dort an Tennisturnieren teil. Es war eine Tennismeisterschaft der Nations und der Vater hat vorausgesetzt, dass er den ersten Platz macht. Doch Eric gewann leider nur den 44. Platz, was auch schon sehr gut war. Doch für den Vater war das ein absolutes No-Go. Eric hat seinen Vater zu der Zeit noch nie so wütend gesehen. Als sie am 9. August 1989 dann wieder nach Kalifornien zurückkehrten, hat er sich gedacht, dass er nur noch für einen Monat durchhalten muss und dann endlich an die UCLA darf. Kommen wir zu der Woche, in der die Eltern umgebracht worden sind. Am Sonntag, dem 13. August, rief der Vater José Eric zu sich und teilte ihm mit, dass selbst wenn er auf die UCLA gehen würde, er trotzdem will, dass er mehrere Nächte in der Woche zu Hause schläft. Denn dann könnten seine Eltern mit ihm üben und Schulaufgaben machen und er könnte zu Hause essen. Doch Eric wusste ganz genau, warum sein Vater das sagte. Und ihm schoss natürlich direkt durch den Kopf, dass der sexuelle Missbrauch dadurch weitergehen wird. In dem Moment verschwand der letzte Funken Hoffnung, den Eric noch in sich hatte. Er selbst sagte, dass er sich in diesem Moment so machtlos und leer gefühlt hat, dass er nicht mehr wusste, was er machen soll. Er war wie in Trance. Er hat sich überlegt, dass es doch nicht sein kann, dass es jetzt auch noch durch sein College-Leben durchgeht. Eigentlich genau das, wo er gedacht hat, dass er jetzt endlich seinen Ausweg gefunden hat. Er ging daraufhin in sein Zimmer, legte sich auf sein Bett und hat sich selbst leid getan. Er sagte, er hat sich selber leid getan dafür, dass er das weiterhin mitmachen müsste. Er überlegte dann kurz und fing an, seine Tennistasche zu packen. Doch seine Eltern kamen in sein Zimmer und hielten ihn auf. Sie sagten zu ihm, dass er ihn nicht entkommen könnte und dass es keinen Ort geben würde, an dem er sicher ist und dass er niemals alleine irgendwo überleben könnte. Sein Vater drohte ihm auch damit, dass er ihn sich vorknüpfen würde, wenn er von der Geschäftsreise, auf die er die Woche gehen würde, wiederkommt. Er sagte zu ihm, er solle bloß zu Hause sein, wenn er wieder nach Hause kommt. Für Eric war ab diesem Moment alles egal. Er selbst sagte aus, dass für ihn ab diesem Zeitpunkt sein Leben keinen wirklichen Sinn mehr gemacht hat. Er hat verschiedene Szenarien in seinem Kopf gehabt, wie er sich am besten umbringen kann. Er wollte sich die Pulsadern aufschneiden, überlegte die Klippe mit dem Auto runterzufahren. Also für ihn hat damals alles viel mehr Sinn ergeben, als weiterhin in dem Haus der Eltern zu leben. Am Montag, dem 14. August, verließ der Vater dann ziemlich früh auch das Zuhause, um auf seine Geschäftsreise zu fahren. Lyle war zu dieser Zeit ja auch wieder zu Hause, da er von der Universität suspendiert worden ist. Er lebte nicht im Haus, sondern war ziemlich oft im Gästehaus und hat dort gewohnt. Am Dienstag, den 15. August, hatte er dann eine extreme Auseinandersetzung mit seiner Mutter. Eric erzählte, dass er Schreie gehört hat und ist dann runtergegangen und hat dort gesehen, wie Lyle und seine Mutter sich gestritten haben. Sie hat Lyle angeschrien und ihn geschlagen und zog ihm dann ein Toupet vom Kopf. Eric war total überrascht, weil er nicht wusste, dass sein Bruder eins trägt. Und Lyle war es so unangenehm, dass er direkt zurück ins Gästehaus gegangen ist und sich das Toupet wieder kleben wollte. Eric kam ihm daraufhin hinterher und sagte zu ihm, er möchte unbedingt mit ihm reden. Die beiden setzten sich dort aufs Sofa und Eric sagte ihm, dass er glaubt, dass es sehr viele Geheimnisse in dieser Familie gibt. Er sprach ihn darauf an, ob er sich erinnern könnte, als Lyle damals mit 13 Jahren zu dem Vater gegangen ist und ihn gebeten hat, Eric in Ruhe zu lassen. Eric fing an zu weinen, wurde sehr emotional und meinte zu ihm, dass diese Dinge noch immer stattfinden. Lyle war daraufhin extrem schockiert und verstand gar nicht mehr, was abging. Und wurde auch andererseits ziemlich wütend und fragte ihn, warum er nicht vorher was gesagt hat oder warum er nichts macht und ob es ihm etwa gefallen würde. Also er war wirklich überhaupt nicht nett, bis er merkte, dass das, was er sagt, eigentlich gar nicht so gemeint ist. Lyle versprach Eric, dass er mit dem Vater reden wird, sobald er wieder zu Hause ist und dass ab dem Zeitpunkt dieser Missbrauch für Eric endgültig ein Ende hat. Er meinte, er wird definitiv sich hinsetzen und mit ihm Klartext reden. Eric hatte erst sehr große Angst davor, weil er nicht wusste, wie sein Vater reagieren wird. Und vor allen Dingen, weil sein Vater ihm ja ständig mit dem Tod gedroht hat, wenn er auch nur ein Wort zu irgendjemand anderem sagt. Doch
Er war so am Ende mit seinen Nerven, dass er im Endeffekt nur noch froh war, dass er endlich jemanden hat, der ihm hilft. Eric blieb an diesem Abend im Gästehaus und beide schliefen dort. Doch Lyle war die ganze Zeit wach und hat sich überlegt, was er am besten machen könnte, um seinen kleinen Bruder vor dem eigenen Vater zu schützen. Am nächsten Tag, Mittwoch, den 16. August, ging Lyle dann zu seiner Mutter und sprach mit ihr und hat ihr erzählt, dass er weiß, dass dieser Missbrauch noch immer weitergeht. Doch die Mutter hat ihn abgewimmelt und meinte, er solle nicht irgendwelche erfundenen Sachen sagen und dass sie ihm nicht glauben würde und fing auch wieder an, ihn zu beleidigen. Am Donnerstag, dem 17. August, sollte José ungefähr gegen 20 Uhr abends wieder nach Hause kommen. Und Eric und Lyle haben ausgemacht, dass Eric zu dieser Zeit nicht zu Hause ist, während Lyle mit seinem Vater spricht. Deswegen ist Eric nach Westwood gefahren, um dort die Zeit zu verbringen, bis Lyle endlich mit dem Vater geredet hat. Doch der Flug hatte Verspätung und der Vater kam erst gegen ca. 11 Uhr nachts nach Hause. Als der Vater zur Tür reinkam, sagte Lyle direkt zu ihm, dass er mit ihm reden möchte. José war sowas von seinem Sohn bzw. von beiden Söhnen überhaupt nicht gewohnt, dass sie mit ihm reden wollen. Er sagte dann nur zu ihm, lass mich erst nach oben gehen und mich umziehen und warte in meinem Arbeitszimmer auf mich. Die Mutter von Lyle ging dann dem Vater hinterher. Lyle ging ins Arbeitszimmer und hat dort auf seinen Vater gewartet und er sagte, dass er erst nach ca. 45 Minuten nach unten gekommen ist. Doch er war immer noch in denselben Sachen wie vorher. Daher war ihm klar, dass er zu dieser Zeit nur mit der Mutter geredet hat und die Mutter ihm alles erzählt hat. Lyle war dementsprechend extrem nervös, als sein Vater dann vor ihm saß und sagte dann zu ihm, dass er Eric endlich in Ruhe lassen soll und dass er ihn mit nach Princeton zu sich nehmen möchte, dass er bei ihm wohnen kann. Sein Vater war wenig überzeugt davon, was er von sich gab und sagte zu ihm, hör zu, was ich dir sage. Eric ist mein Sohn und ich kann mit meinem Sohn machen, was ich will und du hast mir überhaupt nichts zu sagen. Der Vater sagte zu ihm, du gehst zurück an die Princeton und Eric geht an die UCLA und damit ist das Thema so gesehen gegessen. Er solle ihn damit nicht weiterhin belästigen. Doch Lyle konnte nicht verstehen, wie er so desinteressiert war, auch wenn er es nicht anders gewohnt war von ihm. Doch er wurde extrem sauer und sagte zu ihm, er wäre krank und das, was er macht, das ist nicht normal und er soll Eric nie wieder anfassen und drohte ihm auch mit der Polizei. Also er ist wirklich komplett ausgerastet. Sein Vater blieb jedoch weiterhin ruhig und sagte zu ihm, jeder macht seine Entscheidungen. Eric macht seine und du machst deine. Daraufhin stand er auf und ging einfach. Lyle ging zurück ins Gästehaus und wartete dort auf seinen Bruder, doch Eric ging nach oben in sein Zimmer, als er zu Hause ankam. Der Vater lief daraufhin nach oben zu ihm, reißte die Tür auf und schrie ihn an, warum er sowas Lyle sagen würde und dass er jetzt allen Leuten davon erzählen würde und dass er das auf gar keinen Fall zulassen würde. Er rannte auf ihn zu und Eric versuchte ihm zu entkommen, doch sein Vater war ein extrem mächtiger und großer Mann, hat ihn auf das Bett geschmissen und wollte ihn auch schlagen, doch Eric konnte sich befreien und rannte nach unten Richtung Wohnzimmer, wo seine Mutter war. Sie fragte ihn, was denn mit ihm los sei und er sagte nur, dass sie das eh nicht verstehen würde, doch sie sagte ziemlich sarkastisch, ich würde es nicht verstehen, glaube mir, ich weiß alles und ich weiß es schon sehr, sehr lange. Sie schien ziemlich betrunken, sie hat anscheinend an dem Abend schon ein bisschen was zu sich genommen und Eric konnte in diesem Moment nicht fassen, was sie sagte. Er war mehr als schockiert und für ihn brach eine Welt zusammen, denn er hat immer gedacht, dass wenn irgendjemand das wüsste, er ihm geholfen hätte. Doch dass seine Mutter davon wusste und das jahrelang, damit hätte er niemals gerechnet. Eric schrie sie an und sagte ihr, wie sehr er sie hassen würde dafür und lief Richtung Gästehaus. Doch die Mutter ließ es nicht auf sich sitzen und schrie ihm hinterher, sowas sagst du nie wieder zu mir, du Bastard. Er rannte und sie rannte ihm hinterher. Als er dann im Gästehaus ankam, war Lyle extrem verwundert, weil er nur diese Schreie gehört hat, doch Eric sagte dann zu ihm, Mom weiß es, sie wusste die ganze Zeit davon. Als die Mutter ihnen dann entgegenkam, ging Lyle zu ihr und konfrontierte sie, warum sie denn nichts gesagt hätte, wenn sie doch davon weiß. Doch sie sagte, warum sollte ich helfen, mir hat doch auch nie jemand geholfen. Das war ihre einzige Ausrede. Daraufhin ging sie zurück ins Haus. Eric und Lyle haben sich dann miteinander
besprochen und Eric hat ihm erzählt, dass der Vater zu ihm sagte, dass er es niemals zulassen würde, dass dieses Thema in die Öffentlichkeit kommen würde, denn das würde seinem Ruf schaden. Eric war extrem hysterisch, weil er dachte, dass die Eltern vorhaben, sie umzubringen. Lyle schlug vor, dass die beiden von dort verschwinden, denn in diesem Haus wären sie nicht mehr sicher. Doch Eric hat gesagt, wo sollen wir hin? Wir können nirgendwo hin, egal wo, wir würden niemals irgendwo sicher sein. Verwandte würden sie zwar aufnehmen, aber dort wären sie nicht lange sicher, weil sie selber Angst haben vor dem Vater. Und die Polizei wird ihnen auch nicht lange helfen können. Sie waren so gesehen, ja, ziemlich planlos. Und irgendwann kam dann Lyle diese Idee, dass sie sich Waffen holen, um sich selbst zu beschützen. Die beiden haben erst darüber überlegt, ob sie nicht die Waffen nehmen sollen, die sowieso schon im Hause sind. Doch dann dachten sie, dass es wahrscheinlich auffällig wäre und entschlossen sich dazu, dass sie am nächsten Tag sich eigene holen. Eric und Lyle blieben beide in dieser Nacht auch im Gästehaus. Am Freitag, dem 18. August, machten die beiden sich dann auf den Weg nach Santa Monica und sind dort zu einem Waffenladen namens Big Five gegangen, um sich dort eigentlich eine Pistole zu kaufen. Doch da war das Problem, dass es ungefähr 2 Wochen Wartezeit geben würde, bis diese Waffe ankommen würde. Doch die beiden Jungs dachten sich, dass bis dahin wäre es schon viel zu spät, da sie damit gerechnet haben, dass der Vater sie in den nächsten Tagen umbringen wird. Sie fuhren daraufhin weiter südlich Richtung San Diego. Dort sind sie an einem kleinen Waffenladen vorbeigekommen und wollten dort Schrotflinten kaufen gehen, da diese sofort verfügbar wären. Doch der Verkäufer wollte gerne einen Ausweis aus Kalifornien. Das Problem war nur, dass Lyle diesen im Mai bereits abgeben musste und nur noch einen Ausweis aus New Jersey hatte und Eric war ja noch unter 21 Jahren. Ihnen war es sehr peinlich und sie gingen aus dem Laden, ohne was gekauft zu haben, stiegen ins Auto und überlegten, was sie jetzt machen sollen. Dann fiel ihnen ein, dass sie ja noch den Ausweis von Donovan hatten, den Lyle damals Eric gegeben hat, dass, falls er mal in irgendeinen Club rein möchte, er diesen dafür nutzen kann. Sie gingen daraufhin zu dem nächsten Big Five Waffenladen und kauften sich dann dort mit dem Ausweis von Donovan 2 Schrotflinten. Beide fuhren daraufhin wieder Richtung nach Hause und als sie dort ankamen, kam die Mutter zu ihnen und sagte, sie sollen sich darauf vorbereiten, dass sie am nächsten Tag Shark Fishing gehen, also Haie angeln. Doch in diesem Moment wurden beide Jungs extrem nervös, weil sie sich dachten, dass sie diesen Ausflug wahrscheinlich dafür nutzen wollen, um sie umzubringen und es so darstellen zu lassen, dass es wie ein Unfall auf offenem Meer aussieht. Sie wollten jedoch nicht zeigen, dass sie besorgt waren über diesen Ausflug und beide gingen dann zurück in ihre Zimmer. Eric ging in sein Zimmer und Lyle zurück ins Gästehaus. Beide hatten in der Nacht die Schrotflinten bei sich und konnten nicht schlafen. Am Samstag, den 19. August, haben sich beide Jungs draußen getroffen und wollten erneut zu einem Waffenladen fahren, um sich passende Patronen für die Waffen zu kaufen, denn sie wussten nicht, ob die, die sie haben, auch wirklich passend dafür sind. Sie blieben extra lange weg von zu Hause, denn der Ausflug sollte gegen 3 Uhr stattfinden und sie wollten eigentlich alles Mögliche machen, um nicht daran teilzunehmen. Um 4 Uhr kamen sie dann nach Hause, doch die Autos der Eltern standen noch immer dort und sie haben auf die Söhne gewartet. Die Eltern waren kurz ziemlich sauer, dass sie zu spät gekommen sind, doch sagten dann, dass sie los wollen. Die Mutter hat das Auto gepackt und Lyle hat gesagt, dass er gerne mit 2 Autos fahren möchte. Doch der Vater sagte daraufhin nur, wir werden keine 2 Autos brauchen, 1 wird vollkommen ausreichend sein. Doch durch diese Aussage haben sie gedacht, dass sie wahrscheinlich nie wieder nach Hause zurückkommen werden und die Eltern es wie ein Unfall aussehen lassen wollen. Am Hafen angekommen, wartete ein Kapitän auch schon auf dem Boot und der Vater schien ein bisschen verwirrt darüber zu sein, lief daraufhin direkt zu ihm und redete mit ihm. Die Familie ging daraufhin Richtung Boot und es war anders als sonst einfach ein ziemlich kleines Holzboot, was eigentlich überhaupt nicht so typisch für sie war, denn normalerweise hat der Vater immer ziemlich große Boote gemietet, wenn sie dieses Deep-Sea-Fishing gemacht haben. Und dieses Mal war es ein kleines Holzboot und das hat die Brüder noch sehr viel mehr verängstigt. Der Kapitän ging mit auf das Boot und die beiden Brüder haben sich überlegt, dass sie sich ganz nach vorne setzen. Es war ziemlich schwer, da vorne hinzukommen, also es war nur ein ganz schmaler Weg, um dort ganz nach vorne zu kommen. Sie haben sich gedacht, da sind sie am sichersten.
Der Vater war ganz hinten vom Boot und die Mutter war unter Deck. Also von ihr hat man nicht wirklich viel mitbekommen. Der Vater war am Fischen und ja, die beiden Brüder saßen einfach nur vorne und haben sich überlegt, wie das jetzt ablaufen wird. Sie wurden auch ziemlich nass dort vorn, doch haben sich gedacht, lieber bleiben sie dort sitzen, als Richtung Familie zu gehen. Sie sind nur nach hinten gegangen zu dem Vater, als er dann einen Hai gefischt hat. Gegen Mitternacht ungefähr kam die Familie dann zurück nach Hause und Eric und Lyle haben sich dann rausgeschlichen, um ja zu reden, wie das sein kann, dass jetzt nichts passiert ist und wann es denn dann passieren wird. Sie kamen dann auch ziemlich spät abends wieder und als sie wieder kamen, waren die Türen komplett verschlossen, sodass sie klingeln mussten. Die Mutter machte die Tür auf und war wieder am Beleidigen und ja, eigentlich so wie fast immer. Eric ging dann auf sein Zimmer und Lyle dann in sein Gästehaus und sie warteten dann bis zum nächsten Tag. Kommen wir zu Sonntag, dem 20. August 1989, dem Tag, an dem die Eltern starben. Lyle blieb an diesem Tag im Gästehaus und versuchte einen Freund von sich zu erreichen, namens Perry, um Pläne zu machen, denn beide Jungs haben sich geschworen, dass sie an diesem Tag nicht zu Hause bleiben. Eric kam dann ungefähr gegen Nachmittag zu ihm und erzählte ihm, was ihnen an dem Abend davor passiert ist. Denn er sagte, dass sein Vater in der Nacht versucht hat, in sein Zimmer zu kommen, doch Erics Tür war verschlossen und er konnte nicht rein. Er hat aber die ganze Zeit gegen die Tür geboxt und hat gesagt, er solle aufmachen. Eric saß auf diesem Bett mit seiner Schrotflinte in der Hand und hatte Todesangst. Lyle versuchte dann erneut, Perry zu erreichen und als dieser dann abnahm, sagte er, dass er bereits schon angerufen hat und der Vater ihm gesagt hätte, dass Lyle nicht zu Hause wäre. Er bekam in diesem Moment so große Angst, denn für ihn war das ein Zeichen, dass er diese Nacht sterben wird. Da beide Jungs den Abend wirklich ungern zu Hause bleiben wollten, hat Perry dann vorgeschlagen, dass sie sich doch beim Taste of LA treffen können später. Denn Eric und Lyle hatten noch vor, ins Kino zu gehen und sich dort einen Film anzuschauen. Sie haben dann abgemacht, dass sie sich nach diesem Film beim Taste of LA treffen würden. Lyle ging daraufhin zu den Eltern und sagte ihnen, dass sie gehen würden und ja, was unternehmen würden. Doch die Mutter sagte zu ihnen, dass sie nirgendwo hingehen werden in dieser Nacht und zu Hause bleiben werden. Doch das war extrem ungewöhnlich für die Mutter, denn normalerweise durften die beiden, egal wann, auch nach draußen gehen und etwas mit den Freunden unternehmen. Der Vater kam dann dazu und sagte zu Eric, der in dem Moment hinter Lyle stand, er solle nach oben ins Zimmer gehen und auf ihn warten. Lyle schrie ihn an und sagte, du wirst meinen Bruder nie wieder anfassen und er solle ihn in Ruhe lassen. Der Vater ging daraufhin zurück ins Wohnzimmer und die Mutter sagte zu Lyle, wie sehr sie hassen würde und sie sich wünschen würde, dass sie nie geboren worden wären. Der Vater kam zurück, nahm Kitty am Arm und sagte zu ihr, sie solle ihre Zeit nicht verschwenden. Beide gingen zurück ins Wohnzimmer und schlossen die Tür hinter sich. Lyle hatte in dem Moment extreme Panik und rannte nach oben zu seinem Bruder und schrie und sagte, es wird jetzt passieren, sie werden uns umbringen. Eric rannte daraufhin in sein Zimmer, holte seine Waffe. Lyle rannte ins Gästehaus und holte seine Waffe und beide rannten zu dem Auto von Eric, denn dort war die Munition drin. Beide haben ihre Waffen geladen, rannten ins Haupthaus, durch die Tür des Wohnzimmers und fingen direkt an zu schießen. Es war sehr dunkel im Raum und beide konnten nicht wirklich viel sehen. Doch Eric und Lyle erzählten später auch, dass sie nur etwas wie Umrisse gesehen haben. Lyle hatte in einem Moment das Gefühl, dass sein Vater auf ihn zukommen würde, da er jemanden stehen gesehen hat und schoss einfach wahllos drauf los. Sie feuerten extrem viel ab und es war auch sehr, sehr laut. Lyle kann sich noch daran erinnern, wie er sehr nah an dem Vater stand und abgedrückt hat und sah dann, dass sich hinter ihm noch etwas bewegte. Er hat daraufhin seine Waffe erneut geladen und auf seine Mutter geschossen. Er ließ daraufhin die Waffe fallen und rannte Richtung Foyer und ließ sich auf den Boden fallen. Kurz danach kam auch Eric und machte dasselbe. Beide saßen mehrere Minuten dort und haben nicht miteinander geredet, weil sie so unter Schock standen. Denn sie haben damit gerechnet, dass die Polizei jederzeit eintreffen wird, da es so laut gewesen ist und sie nicht davon ausgegangen wären, dass, ja, man sowas überhört.
Da keine Polizei kam, haben sie sich dazu entschlossen, den Tatort aufzuräumen und von dort zu verschwinden. Sie haben also alle Patronen aufgehoben und auch die Waffen genommen und sind dann zum Auto gegangen. Lyle erzählte dann, dass die beiden direkt Richtung Kino gefahren sind, um sich dort die Kinotickets zu kaufen, um ein Alibi zu haben. Doch leider war der Film schon fast vorbei und die Verkäuferin konnte ihnen nicht mehr ein Ticket für diese Show geben und sie mussten dann für die nächste Show Tickets kaufen. Nach dem Kino fuhren sie zum Mulholland Drive und haben dort die Schrotflinten versteckt und danach wollten sie direkt weiter zum Taste of LA Festival, wo sie sich mit Perry treffen wollten. Doch Eric hatte noch Blut an der Hose und sie hatten noch die Patronen im Auto. Deswegen fuhren sie an eine Tankstelle. Eric zog sich um. Er hatte sehr viele Sachen immer im Auto durch seine Tennisstunden. Und sie warfen die Patronen weg und machten sich dann auf den Weg Richtung Santa Monica. Doch auf dem Weg dorthin verfuhren sie sich etwas und kamen sehr spät an. Und zu dem Zeitpunkt war Perry nicht mehr dort. Lyle rief Perry dann an und fragte ihn, ob sie sich eventuell trotzdem noch treffen könnten. Er schlug dann vor, dass sie sich bei der Cheesecake Factory treffen können. Man fragt sich jetzt, warum er sich unbedingt mit ihm treffen wollte. Lyle sagte aus, dass er eine seelische Unterstützung brauchte und sein Bruder, der in diesem Moment ein komplettes Nervenwrack war, war ihm überhaupt keine Unterstützung und er brauchte jemanden, der ihm einfach zur Seite steht. Doch Lyle wurde plötzlich ganz anders und sie entschieden sich dazu, doch nach Hause zu fahren und von dort aus die Polizei zu kontaktieren. Sie haben sich geschworen, dass beide nicht sagen werden, dass sie die Eltern umgebracht haben. Zu Hause angekommen, rannte Eric direkt ins Wohnzimmer zu den Leichen der Eltern und fing an zu schreien. Lyle hat ihn dort rausgezogen, ohne die Leichen anzugucken, und rief die Polizei. Und die Emotionen, die man durch das Telefon hört, waren echt. Er selbst sagte, dass er extrem schockiert und emotional am Ende war nach dieser Tat. Als die Polizei ankam und sie gebeten hat, rauszukommen, wurden sie auch direkt mit zur Wache genommen und befragt. Doch beide Jungs sagten aus, dass sie nichts mit dem Tod der Eltern zu tun hatten. Der Rest der Familie wurde über diesen Tod benachrichtigt und kam direkt zu Eric und Lyle. Sie kamen alle im Bel Air Hotel unter. Auf die Frage, ob die Brüder ihre Eltern wegen dem Geld umgebracht haben, haben sie ganz klar mit Nein geantwortet. Sie sind nämlich davon ausgegangen, dass sie seit langer Zeit aus dem Testament ihres Vaters gestrichen worden sind. Denn José hat Anfang 89 den beiden Brüdern genau dies gesagt. Er sagte, dass er sie nicht weiter im Testament stehen hatte und davon sind sie weiterhin ausgegangen. Und das sagte er ihnen, nachdem er eine Lebensversicherung in Höhe von 5 Millionen Dollar abgeschlossen hat, Anfang des Jahres, da er dort die Diagnose bekommen hat, dass er an Herzproblemen leidet. Die Verwandten wollten natürlich auch wissen, was nun mit dem Erbe ist und ob es einen letzten Willen gibt und ließen deswegen auch die Computer der Eltern durchsuchen, doch es hat sich nichts finden können. Doch was keiner zu diesem Zeitpunkt wusste, war, dass José eine weitere Versicherung abgeschlossen hat für seine Söhne. Die Versicherungssumme betrug 650.000 Dollar und würde auf beide Söhne aufgeteilt werden. Eric und Lyle gaben beide zu, dass sie in den Monaten nach dem Mord der Eltern sehr viel Geld ausgegeben haben. Eric hat sich einen professionellen Coach zugelegt, der ihn ca. 60.000 Euro im Jahr gekostet hätte. Und Lyle hat sich 3 Rolex-Uhren und den neuesten Porsche gekauft und hatte auch vor, im Januar 1990 dann ein Restaurant zu kaufen. In den Medien wurde sehr viel darüber berichtet, wer die Morde eventuell begangen haben könnte. Dann kam auch noch die Mafia mit ins Spiel, denn es kam heraus, dass der Vater sehr engen Kontakt zu der Mafia pflegte. Eric lebte in den Monaten nach dem Mord in extremer Angst. Er verlor ziemlich viel Gewicht, hatte ständig Albträume und ja, den Tag des Mordes vor Augen. Doch er hat natürlich niemandem davon erzählt. Doch auch den Freunden und Verwandten fiel auf, wie sehr er in ein tiefes Loch gefallen ist und die Familie hat ihm dann geraten, dass er sich doch psychologische Hilfe holen soll. Als seine Selbstmordgedanken immer schlimmer wurden, nahm er Kontakt zu dem Psychologen Jerome Ozil auf. Er ging einige Male zu ihm und war dort in einer richtigen Therapie, bis er eines Tages Ozil von dem Mord erzählte, den er und sein Bruder begangen hat. Am 31. Oktober 1989 bekam Lyle dann einen Anruf von Dr. Ozil und dieser bat ihn, in seine Praxis zu kommen, da sein Bruder bei ihm wäre. Lyle war natürlich ziemlich
durch den Wind und wollte wissen, worum es ginge. Und Ozil hat zu ihm gesagt, dass Eric ihm alles erzählt hätte. Lyle war natürlich sofort klar, worum es ging und machte sich direkt auf den Weg zu ihm. Als Lyle in der Praxis ankam, sah er Ozil an, dass er ziemlich ängstlich wirkte und fragte ihn auch, was los wäre. Und dann hat Ozil ihm erzählt, dass Eric seit längerer Zeit dort in Behandlung ist, da er Selbstmordgedanken hat. Und Lyle wurde daraufhin eigentlich nur ziemlich sauer und fragte seinen Bruder, warum er nicht zu ihm gehen würde. Er würde ihm doch helfen. Warum er sich dann extra an einen fremden Menschen wenden würde. Wieso er das tun würde, wenn er ihn doch angeblich so liebt. Eric rannte daraufhin raus und Richtung seinem Auto. Als Lyle ihm hinterherrennen wollte, sagte Ozil zu ihm, dass er sich erneut mit ihm treffen möchte und über alles sprechen will. Sie haben dann einen weiteren Termin ausgemacht und am 2. November 1989 haben sie sich dann erneut getroffen. Als sie am 2. November in der Praxis von Ozil ankam, lief es eigentlich eher ab wie ein ganz normales psychologisches Gespräch. Sie redeten sehr viel über die Eltern und über die Gefühle, also eigentlich so, wie eine ganz normale Sitzung laufen würde. Doch Ozil sagte dann zu Lyle, dass er Aufnahmen von dem Geständnis seines Bruders hätte und diese sicher in einem Safe verwahrt hätte, falls eventuell jemand vorhätte, ihn umzubringen. Er sagte ihm, sollte also ein Auftragskiller auf ihn angesetzt sein und er aus welchen Gründen auch immer sterben sollte, sein Anwalt von diesem Platz weiß und dieser würde dann direkt zur Polizei gehen und diese Bänder vorspielen. Ozil und Lyle fingen an zu diskutieren, weil Lyle nicht ganz verstand, was das jetzt auf einmal sollte. Doch Ozil machte ihm klar und deutlich zu erkennen, dass er ja mit der Angst ringt, um es mal so zu sagen, obwohl Lyle ihm eigentlich keinen Grund dazu gab. Zu dem nächsten Ablauf gibt es zwei verschiedene Aussagen. Es gibt einmal die Aussage von Dr. Ozil und einmal die Seite von Lyle. Ozil sagte aus, dass Lyle ihn bedroht hätte und ihm gesagt hätte, wie schade wäre es doch, wenn zufällig jemand bei dir einbrechen würde und dir eine Knarre an den Kopf hält und wenn du hochschaust, siehst du mein Gesicht und ich sag dann zu dir, gute Nacht. Das war, ja, die Aussage, die Ozil hatte. Doch Lyle hingegen sagte, dass Ozil ihn so gesehen dazu gedrängt hat, ihm viel Geld zu bezahlen, damit er weiterhin stillschweigt und diesen Mord für sich behält. Ihr könnt euch jetzt eventuell selber mal Gedanken machen, was ihr glaubt, was ja der Wahrheit näher ist. Ich persönlich, nachdem ich das gesehen habe, glaube eher der Aussage von Lyle. Ich sage euch auch kurz, warum ich Dr. Ozil nicht glaube. Er hat nämlich versucht, mit Lyle Geschäfte zu machen und man sieht dadurch, dass er auf sein Geld aus war. Grund Nummer zwei ist, dass im Jahr 1997 er seine Lizenz als Psychologe verloren hat, da er sehr oft sexuellen Kontakt mit seinen Patientinnen hatte. Dr. Ozil bewahrte dieses Geheimnis jedoch nicht sehr lange für sich, denn eines Tages erzählte er seiner Affäre Judalon Smith davon und diese ging dann im März 1990 mit den Tonbandaufnahmen und den ganzen Notizen zur Polizei und erzählte alles, was sie von dem Mord weiß. Am 8. März 1990 wurde Lyle dann in Beverly Hills festgenommen. Eric befand sich zu dieser Zeit in Israel auf einer professionellen Tennistour. Als er von der Festnahme seines Bruders erfuhr, hat er sich sofort in den Flieger gesetzt und ist zurück nach L.A. geflogen. In L.A. angekommen, ging er direkt zur Polizei und stellte sich dort. Und das, obwohl er wusste, dass ihm die Todesstrafe durch die Gaskammer drohte. Als er vor Gericht gefragt worden ist, warum er sich direkt gestellt hat und nicht abgehauen ist oder ja, sich versteckt hat, sagte er, dass er keinen Sinn darin gesehen hat. Er wollte einfach nur wieder bei seinem Bruder sein und mit ihm vereint sein. Der Prozess begann jedoch erst zwei Jahre später, im Jahr 1993. Eric und Lyle plädierten auf unschuldig im Sinne der Anklage, denn diese war Mord des ersten Grades unter schweren Umständen. Die Verteidigerin von Lyle Menendez, Jill Lansing, und die Verteidigerin von Eric Menendez, Leslie Abramson, haben beide alles dafür getan, dass die Brüder der Todesstrafe entgehen. Am Anfang des Prozesses haben die Anwälte der beiden Brüder auch gesagt, dass es in diesem Prozess nicht darum gehen sollte, wer Kitty und José Menendez umgebracht hat, sondern warum man sie umgebracht hat. Denn Eric und Lyle haben bereits zugegeben, die Eltern ermordet zu haben. Doch warum sie es getan haben, das musste geklärt werden.
Die Gegenseite sagte nämlich aus, dass der Grund, warum Eric und Lyle ihre Eltern umgebracht haben, das Geld war. Doch Jill Lansing, die Verteidigung von Lyle Menendez, sagte, dass dies gar keinen Sinn ergeben würde. Man muss sich mal ganz kurz in dieses Leben der beiden Jungs hineinversetzen. Sie haben im Endeffekt alles, was sie haben wollten, bekommen. Lyle hatte den neuesten Alfa Romeo gefahren und hat Kreditkarten gehabt, seit sie 15 Jahre alt waren, hatten beide Handys und Freunde sagten auch aus, dass sie eigentlich so viel Geld hatten, dass es ihnen nie an etwas fehlen würde. Und diese Sache wäre auch weitergegangen, solange die Eltern gelebt hätten. Also war das kein offensichtlicher Grund, warum sie die Eltern umbrachten. Was sie jedoch dazu brachte, warum sie die Eltern umgebracht haben, war die Angst. Die Angst, dass die Eltern sie selbst umbringen könnten oder dass die sexuelle Gewalt weiterlaufen würde. Vor Gericht machten insgesamt 101 Personen Aussagen, unter anderem auch Familienangehörige, und keiner dieser Familienangehörigen hat auch nur ein gutes Wort über Kitty oder José Menendez gelassen. Nicht mal seine eigene Schwester. Sie sagte, dass sie sehr oft mitbekam, wie gewaltsam José mit den Söhnen umgegangen ist, und das sogar, als sie noch kleine Babys waren. Sie erinnerte sich an einen Vorfall, als Eric gerade 2 Jahre alt war. José nahm damals eine lange Stange und hat Eric an diese drangehangen und hochgehalten. Eric fing an zu weinen und die Schwester erinnert sich, wie schlimm sie diesen Anblick fand und zu ihm sagte, er solle doch aufhören damit. Doch er sagte immer wieder, dass keiner sich in das, was er mit seiner Familie macht, einmischen soll. Die Cousins und Cousinen von Eric und Lyle sagten aus, dass wenn sie dort einen Sommer verbracht haben, dass sie eigentlich direkt wieder zurück wollten. Sie wurden bestraft, wurden angeschrien und bekamen sehr viel Grausamkeit gegenüber Eric und Lyle mit. Ich finde die Tatsache, dass nicht mal die eigene Familie ein gutes Wort an Kitty und José gelassen haben, zeigt sehr viel aus. Und es zeigt vor allem aus, dass Eric und Lyle sich das alles nicht ausgedacht haben, sondern all das wirklich passiert ist. Ich habe euch ja auch gesagt, dass ich zum Ende des Videos meine eigene Meinung nochmal äußern werde. Und nachdem ich diese ganzen Aufnahmen gesehen habe und diesen Prozess verfolgt habe, bin ich definitiv der Meinung, dass beide Brüder ihre Eltern nicht wegen dem Geld umgebracht haben, sondern wirklich aus Angst. Denn beide schienen extrem labil und meiner Meinung nach wäre es sowieso eines Tages rausgekommen, weil sie es nicht für sich behalten hätten können. Allein die Tatsache, dass sie sich nach der Tat hingesetzt haben und auf die Polizei gewartet haben. Ich meine, wenn man wirklich etwas verheimlichen möchte, dann macht man das ganz anders. Ich will keineswegs befürworten, was Eric und Lyle ihren Eltern angetan haben. Denn sie haben immerhin 2 Menschen umgebracht und das darf man niemals vergessen. Wofür ich jedoch wäre, ist, dass der Fall erneut aufgerollt wird und das Urteil von Mord zu Totschlag umgewandelt wird. Denn meiner Meinung nach war das nichts Geplantes, sondern etwas, was aus dem Affekt herauskam. Ja, natürlich, sie haben sich Waffen besorgt, jedoch waren sie nicht darauf aus, damit auch wirklich auf ihre Eltern zu schießen. Sie haben die Waffen eher bei sich getragen oder für sich besorgt, um sich vor den Eltern zu schützen, weil sie Angst hatten, dass sie selber umgebracht werden. Und das ist der große Unterschied zu Mord. Denn Totschlag ist aus dem Affekt heraus und Mord ist eine Sache, die schon lange geplant ist. Das ist jedoch meine Meinung und das möchte ich hier nochmal ganz ausdrücklich unterstreichen. Ich will hier niemanden, ja, dazu bringen, dass sie genauso denken wie ich. Ich muss jedoch sagen, dass ich eigentlich jemand bin, der sich nicht schnell überzeugen lässt von irgendetwas. Doch hier, nachdem ich diesen Prozess mir angeschaut habe und gesehen habe, wie sie reagiert haben, meiner Meinung nach kann so etwas nicht so krass gespielt worden sein. Das ist meiner Meinung nach gar nicht möglich, sich all diese Dinge ausgedacht zu haben und auch diese Angst, die man gesehen hat in deren Gesichtern, das kann man so nicht spielen. Dazu muss man schon ein sehr guter Schauspieler sein.
Der Fall war wirklich extrem lang und wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann bin ich sehr stolz auf euch. Mich würde auf jeden Fall interessieren, was ihr davon haltet und nachdem ihr diese Geschichte gehört habt, was euer Urteil dazu ist. Schreibt es doch unten in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen und natürlich antworte ich auch jedem Einzelnen von euch. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, eure Niki.